Oh. Ich liebe das, dass wir einfach gar nichts mehr sagen. Ich bin sprachlos. Wir begrüßen uns und diesmal laut und deutlich. Ja, langsam laut und deutlich. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Video. Das ist die Franzi, die meisten von euch kennen sie und alle, die uns nicht kennen, wir sind Franzi und Kathi, Schneemäuschen und Rosenrot. Die vom Heimatfilm. Boah, wir sollten echt so einen Schlager mal rausbringen. It's coming. This is coming. Stay tuned. Ja, also wir arbeiten auf jeden Fall im Theater, wir tanzen, wir haben Ballett und zeitgenössischen Tanz studiert, bla bla bla. Wir sind ja über 30, also wir sind schon quasi Senioren im Theater, also wenn es nicht wir wissen, wer dann. Wir haben schon viel gesehen. Genau, wir sind die Oma im Ensemble und letztes Jahr haben wir schon auf die Contemporary Performances von den Let's Dance Stars reagiert und das Video ging total durch die Decke. Weißt du das eigentlich? Das hat so 100.000. Das hast du wirklich gesagt. Das kannst du nachschauen. Mir aufgefallen, dass ich sehr leise rede. Und dabei habe ich sie eh hochgedreht und deshalb probiert die Franzi heute zu schreien. Die ganze Zeit. Wie in der Schule. Und weil das so toll bei euch angekommen ist, haben wir uns gedacht, wir machen das nochmal. Und diese Season, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, gab es schon 8 Contemporary. Und die schauen wir uns jetzt an. Hello, Kathi aus dem Schnitt hier. Letztes Jahr habe ich in dem Video so kleine 40 Sekunden Snippets reingeschnitten, wo ich so Begriffe erkläre, wie was ist moderner Tanz, was ist zeitgenössischer Tanz, bla bla bla. Und ich glaube, das hat vielen geholfen, beziehungsweise viele fanden es super spannend. Dementsprechend schneide ich die jetzt wieder rein. Fakt 1. Bühnentanz ist nicht gleich Tanzsport. Die Technik ist anders, das ganze Konzept dahinter ist anders und ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Latein- und Standardtanz ist eher ein Sport und Bühnentanz, sowas wie Ballett oder Contemporary, ist eher eine Kunst. Natürlich hat beides Aspekte des anderen, aber ihr wisst, was ich meine. Ausbildung und Beruf findet auf einer komplett anderer Ebene statt und es ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich kann kein Latein- und Standardtanz und Standard- und Lateintänzer können tatsächlich auch eigentlich keinen Bühnentanz. Daher sehen wir zum Beispiel, dass die Tanzsportprofis sich auch sehr schwer tun bei Contemporary, was überhaupt nichts über ihre Qualität aussagt, sondern einfach Tatsache ist, weil das ist ja eigentlich auch nicht ihr Genre. Jana und Vadim. Nebel, schon mal gut. Nebel ist immer gut. Nebel macht alles schöner, haben wir gelernt. Nebelmeer. Es stickt, da kriegt man immer Kopfweh. Ja, das stimmt. Das ist immer super. Und man darf das eigentlich nicht einatmen, ja, aber dann zwingen sie dich immer im Nebel zu liegen. Ist toll. Aber das war eh gut akzentuiert, ich meine. Man sieht halt nichts, ne? Ungünstig gelöst. Oh, Hebefigur. Schau, er ist die Treppen runtergelaufen damit. Ja, der Arme. Passion. Passion, ja. Passion. Ich liebe einfach das offene Hemd und der das Wind. Hemd ist das Wichtigste. Oh, das war gar nicht so schlecht. Also, wenn man die Füße könnten mehr gestrichen, aber prinzipiell. Jo. Das Knie. Ja. Ah ja, der war gut. Der war gut. Tischrolle. Wie like. Wow. Ja, manchmal ist sie macht das richtig so. Immer mit den. Da auch. Oh, Presslift. Also, ich finde, am wichtigsten ist das Kostüm, das offen ist. Das Hemd, das weiße das Hemd. Offen. We daran like. Erkennt man das. Contemporary, genau. Das ist die neue Definition des Contemporary. Genau. Barfuß. Exactly. Aber sie hatte diese Barfuß-Schlapfen an. Ja. Hast du gesehen? Ja. Ich meine, der Boden ist sicher ein guter Boden, weil das ist ja Lateinboden. Boden. Also, ich meine. Rutschig. Ja, das ist so. Dinge, die die Welt nicht braucht. Nee. Ja, es war schon gut, sie hat schöne Akzente gehabt. Ich sie hatte schöne Arme. Ja. Also die Arme waren schön lang und so. Ja, die Beine hätten länger sein können von das stimmt. Der Linie. Knie strecken war oft ein Problem. Also da hat man hat Füße direkt strecken. Ja, man hat aber direkt gesehen, dass es wahrscheinlich auch eine Dehnungssache ist manchmal. Und die Hebefiguren waren tatsächlich gar nicht so schlecht für das, dass sie das wahrscheinlich noch nie gemacht hat in ihrem Leben. Kann man nichts sagen, weil das ist auch nicht so einfach gehoben zu werden. Also nur wenn man einen Profi hat, der dich hebt, weiß es nicht, dass das automatisch funktioniert. Sie hat halt auch oft sehr gewackelt. Also sie hat so ganz viel Adjustments mit ihren Beinen gemacht, aber ja, das verstehe ich auch, wenn du dann so deine Haare rumwetten musst und so. Okay. 1, 2, 3. Ha! So war es aus. Du, warte, das muss ich aufschreiben. Also, nicht. Also, sieben. Ja, ja. F, K. Die 7 wäre schon ewig. 7, 7. Schau. Oh. Oh. Also, dass wir die gleiche Note geben wie Jorge. Schau, wir waren zu nett. Ja. Fact 2. Was ist eigentlich Ballett?
Ballett hat sich aus dem höfischen Gesellschaftstanz im Mitteleuropa herausentwickelt. Es waren so Tänze, die einfach jeder gelernt hat und man hat quasi mitgemacht. Aber es wurde dann immer mehr eine Darbietung und weniger das Mitmachen. Und wirklich zum Beruf wurde es dann, wie im 17. Jahrhundert Ludwig XIV. Gesagt hat, oh ja, ich mache da eine Akademie draus und zahle die Leute, damit sie wirklich nur darbieten. Und dadurch wurde der Balletttänzer in den Beruf gegründet quasi. Und die Blütezeit von dem Ballett, wie wir es heute kennen, war dann im 19. Jahrhundert. Ballett hat unglaublich strenge Regeln und komplett vorgeschriebene Bewegungsabläufe, die sich bis heute noch halten. Und das ist wichtig für die späteren Facts. Detlef ist ja eigentlich Tänzer, oder? Das finde ich auch unfair. Gemein. Also er war unfair. Auf jeden Fall mal ein Tänzer. Ja. Vielleicht können wir auch mal als Promis mitmachen. Ja. Also er war sicher schon mal jünger. Kids Camp, so toll. Ja, und Popstars. Ja, genau. Wo ist jetzt sein offenes Hemd? Ja, das geht gar nicht. Punktabzug. Ich finde es fast schon ein bisschen creepy, dass sie da so die Promis extra in diese Heulstimmung reinbringen, mit diesen Geschichten erzählen. Zeitgenössischer Tanz hat auch nicht unbedingt was mit traurig sein zu gar tun. Nicht. Es kann auch andere Emotionen haben. Ja, und tatsächlich auch null Emotionen. Du kannst ja nur mit Form arbeiten. Eigentlich der Sinn der Sache. Ja. Ne? Ja. Eigentlich weniger Emotionen, aber okay. Also bisher sind sie sehr synchron, kann man nichts sagen. Sehr viel Choreo, ne? Für, ja. Also normal haben sie ja nie so viel Choreo drin. Aber er, wie schon gesagt, er war ja Tänzer, also von dem her erwarte ich das auch. Kann merken. Ja. Er wird auch gut heben können. Yes, schau. Ja, das schaut sehr stabil aus. Ja, sehr nice. Ja, er hat sich auch voll schon runtergesetzt. Ja. Alles andere hätte mich verstört jetzt. Ja. Ja, die finde ich halt immer schier, diese Hebung, diese Beine-geschossen-Hebung. Ja. Also er steht halt viel stabiler da, wie zum Beispiel die andere, obviously, weil er hat das halt schon mal gemacht. Sie könnte die Beine mehr strecken. Ja. Und die Hebung, meine Lieben, ist sehr einfach. Die schaut immer so dramatisch aus. Aber ich glaube, sie ist sicher eine erstklassige Lateintänzerin. Ja, aber sind die alle. Alles sehr gut. Aber schau mal, sie steht so einwärts durch. Ich finde, was ich schön fand, ist, dass sie haben sich die Ruhe genommen und deswegen, glaube ich, ging es so schnell vorbei. Ja. Mhm. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, was wegen dem Heulen und dem jetzt davor noch Geschichten erzählen, damit man traurig ist. Es geht ja eigentlich auch bei so Tanzsachen auf einer Bühne, das ist ja ein Schauspiel. Du musst es nicht wirklich empfinden. Also kannst du es natürlich auch, aber du musst jetzt nicht jedes Mal da voll in deinen Traumata rumwühlen, um auf die Bühne zu gehen. Voll. Aber ich verstehe das, fürs Fernsehen ist das natürlich toll. Fürs Fernsehen ist das toll und es geht eigentlich auch nicht immer nur um Trauer und Schicksalsschläge im zeitgenössischen Tanz. Nein. Das ist halt Lyrical Jazz. Tänzerisch fand ich, bei ihm sieht man halt klar, dass er im Tanz erfahren ist und Tänzer war, weil also die Choreos, die sie am Anfang gemacht haben, die ja sehr viele Schritte sind, was die meisten Paare nicht so machen, weil das halt sehr aufwendig ist. Ja. Die waren sehr synchron und präzise und gut. Ja. Und genau, ich finde, er hätte ein bisschen weicher sein können. Ja, vor allem in seinem Oberkörper. Ja. Ich meine, das ist auch, glaube ich, eine Alterssache. Sache und wir wissen nicht, welche Injuries er hatte. Who knows? Ja. Wissen wir alles nicht. Er war sehr ruhig, also er hat nicht gerudelt, er hat nicht ständig die Schritte adjusten müssen. Das war sehr angenehm. Das war sehr angenehm zum Zuschauen, weil es sehr platziert war. Es war stimmig. Es war mir persönlich ein bisschen zu statisch direkt. Mhm. Also es war sehr frontal alles. Sehr zweidimensional frontal. Finde ich ein bisschen schade. 1, 2, 3. Ja, well. Ja, es war besser wie die anderen. Aber es war trotzdem noch nicht. Ja, man ist halt auch kritischer mit dem Tänzer, ne? Wie mit dem. Das stimmt. Der mal Kletterer. Also, wir wissen ja nicht, was die anderen so beruflich machen, weil wir kennen uns mal wieder nicht aus mit den Promis. Wir kennen nur Detlef. Lala. Weil wir Popstars geschaut haben, wie wir 16 waren. 8. Ja, schau, wir sind schon wieder mit. Wir sind schon wieder mit Jorge. Gut, Fact 3. Was ist also Modern Dance? Modern Dance entstand in Amerika am Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es verschiedene KünstlerInnen, die Ballett reformieren wollten. Und sie wollten quasi Ballett aus dieser starren Form rausholen, aus dieser starren Achse. Haben zum Beispiel das erste Mal Bodenarbeit integriert. Oder Curves des Körpers in verschiedene Richtungen. Ausdruckstanz hat zur selben Zeit stattgefunden und ist quasi dieselbe Bewegung, nur heute in Europa. Da gab es unterschiedliche Strömungen, aber es ging darum, sich
sich zu befreien. Deshalb hat man begonnen, lockere Kleidung zu tragen, keine Schuhe mehr. Der ganze Körper wurde zum Ausdrucksmittel. Ausgebildete Tänzer erkennen an einem Video, welche moderne Technik das ist oder welcher Ausdruckstanz das ist, weil es auch hier klare Regeln und Formen gibt. Okay, also das ist jetzt die Sophia Thiel. Also er hat das offene Hemd, gibt schon mal einen Bonuspunkt. Und ein Koffer, Requisite. We love Requisite. Sehr gut. So, 20 Sekunden sind vorbei. So, auch so kann man es machen, ne? Ja, das stoppt sehr. Ja, die Arme hören auf. Das sind eine gestellt in den Raum. Die Knie, da muss sie aufpassen, gell? Ja, das war sehr gewuscht, ja, ne? Also so free. Ja. Die Hebungen funktionieren ganz gut, weil sie halt einfach auch genau, sportlich hat, ist. Ja. Ja, sie springt halt gut ab, ja, genau. Und so, ne? Also hat Spannung und so. Die Arme hat wirklich, das hört einfach auf. Ja. Und da muss man halt sagen, sie hatten dauernd so komische Lunge-Positions drin, die dann stundenlang, also gefühlte stundenlang gehalten wurden. Wo und sie dann angefangen hat zu wackeln. Natürlich. Und halt sich wieder neu platzieren müssen. Ja, muss, ne? Und es hat halt dadurch ein bisschen, hat dauernd dieses Stoppen drin gehabt, aber wie schon gesagt, ich glaube, dass, also die Choreo hat ihr nicht geholfen, sag ich jetzt einmal. Also diese, die Tanzstellen. Also ja, einzeln, meine ich. Weil zum Beispiel die Partnering-Sachen waren gut. Also da, wie sie sich da rum... Das war sehr zeitgenössisch. Also es waren sehr zeitgenössische so Wurfsachen dabei. Die waren schon cool. Ja. Also das hat ja gut funktioniert. Ja, weil sie halt so Verständnis, ja, von Schwung und, ja, voll, Kraft und das merkt und so man. Hat. Das merkt man, ja. Und dann dieses Ganze, dieses immer dieses... Oh, ich hasse das. Kannst du mal sehen. Weil es zeigt ja dann nichts. Und dann... Bist du total, also vor allem wenn du es nicht gewohnt bist, ja, dann weißt du so, wo muss ich hin, das wo ich nach, oder? Ja, so? Oder mit dem Koffer, ich habe es ja nicht ganz verstanden, aber visuell war es schön, wie die Klamotten geflogen sind. Das ist nicht die Story, aber verstanden. Um was ging's? Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Nicht dich. Tanz. Lieber lasse ich alles zurück, wie das ich dich mitnehme. Very good. Good for you, girl. Also wir sind fertig. Los. Ja, ich war on the edge. Ja, ich will nicht böse sein. Ich, wenn man, ja, das jetzt fair beurteilt. Ich weiß. Dann sieht man auch die Hälfte, ne? Es ist bestanden. In der Schule ist es bestanden. Ja, ich hab mich dann für den Sechser entschieden, weil die Hebungen doch sehr gut waren. Stimmt, ja. Das war... Dafür, das, dass sie vorher so kritisch waren. Nächster Fact. Postmoderner Tanz. Was um Himmels Willen ist jetzt das wieder? Der postmoderne Tanz begann so Mitte des 20. Jahrhunderts und jetzt war wieder quasi eine Weiterentwicklung vom Modern Dance. Also postmodern kam danach und da wurden dann das erste Mal Alltagsbewegungen integriert, wie Gehen, Sitzen, Stehen, Liegen. Man nennt sowas auch Non-Dance-Bewegungen. Und auch ein Grundprinzip des postmodernen Tanz war, dass jeder Mensch, der sich bewegt, prinzipiell ein Tänzer ist. Also der Tänzerbegriff wurde viel freier gefasst das erste Mal. Man hat da probiert zum Beispiel Choreografien zu machen nach einem Zufallsprinzip. Also man hat es noch mehr probiert, dass diese Enge der Vorschrift rauszuholen. Biancatilatu. Ich glaube, der macht so, du kannst alles erreichen. Wenn so Motivation. Ja, ja, sowas. Ah ja, okay, ja. Ja, ja, jetzt habe ich es erkannt. Aber es ist immerhin mal nicht das reine Drama. Ja. Das finde ich gut. Das ist jetzt wieder ein Beziehungskrieg. Ja, da ist jetzt sehr hinterherge... Also, ich meine, er ist jetzt eher sehr solide, aber dort ist das eine, da ist er sehr hinterhergehupft. Aber er wirkt sehr stabil, also ein guter Partner. Ja, okay. Aha. Ja, ja, nicht schlecht. Also, er macht ja, das gut übel. Ne? Das ist auch... Ja. Muss man auch ja, koordinieren, vor allem, ne? Abstand und so. Oh. Das war very jazzy contemporary. Walk around. Yeah. Yes, I walk. Also ich finde immer, wenn er partnert... Ja. Oh, nicht klar. Like it. Schau gut aus. Es ist mir auch wieder viel zu zweidimensional. Ich krieg, okay, also... Nach vorne orientiert, ja, ja. Vor allem, weil das Publikum ja aus ist so... Vor allem. Das sitzt ja rund, ne? Mhm. Ja. Oh. Müssen Sie das fürs Fernsehen machen? Also ich glaube schon... So nach vorne also machen? Ich glaube schon, dass Sie eine Front brauchen. Aber dieses, die der immer diese zweite Position parallel, frontal. Also ich glaube nicht, dass das irgendwo in einem Vertrag steht, dass das drin sein muss. Mal abgesehen, dass auf Front das meiste nicht gut aussieht. Nee, schaut auch nicht gut aus. Es ist immer besser, wenn man so ein bisschen diagonal macht. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh,
sehr solide. Also es hat sehr gut angefangen, da war ich so. Bis der Choreo-Teil kam, ne? Bis der Choreo-Teil kam und dann habe ich mir gedacht, oh. Weil am Anfang habe ich mir gedacht, er steht gut, er führt sie gut, er ist zwar ein bisschen hinterhergerannt, aber da hat er einfach gleich mal nicht abschätzen können, wie weit sie dreht und solche Geschichten. Der Choreo-Teil und auch der zweite mit dem diesen Arabesque-Back. Halt auch so Slides und Drags sind dann doch schwerer als diese... Ja, vor allem, dass sie schön ausschauen. Die Bewegungen, die er da hatte, die sind dann doch schwerer. Ja, ja. Es gibt schon einen Grund, warum wir das studieren. Ne? Und da hat es dann schon Dings und ganz schlimm fand ich halt dieses Walken umeinander, da wo du direkt gesehen hast, wie laut das gewesen sein muss. Es war so richtig so stampf, stampf, stampf. Und dann ist ihre noch die ganze Diagonale hinterher gestampft. Ich war, this is my head. That this is your head. Ja, es war allgemein auch zu viel Kraft drin. Also auch wenn die Bewegung zackig und so ist, das war so. Ja, weil man hätte da ein bisschen mehr Ruhe reinbringen müssen auch. Es war ein bisschen zu hektisch. Aber du weißt, fertig, los. Okay. Kommen wir jetzt zum zeitgenössischen Tanz oder Contemporary Dance. Das ist quasi ein Klammerbegriff für die zeitgenössische Bühnenkunst der Gegenwart. Was heißt das jetzt? Prinzipiell alles, was ich vorher erwähnt habe, modern, Ausdruckstanz und postmodern, als auch Ballett, findet hier jetzt eine Symbiose. Plus Einflüsse von Tanzrichtungen außerhalb, sag jetzt mal, des europäischen Wirkungsraumes. Eigentlich ist zeitgenössischer Tanz komplett befreit von einem Narrativ, also eigentlich wird keine Geschichte erzählt. Es geht nur darum, wie der Körper sich bewegt und auf welche Weisen sich der Körper bewegen kann. Außerhalb eines vorgeschriebenen Duktuses. Ein zeitgenössisches Bewegungskonzept ist zum Beispiel zu experimentieren, wenn ich eine Kugel in meinem Körper habe und die Kugel läuft in verschiedenen Richtungen, wie bewegt sich dann der Körper? Also nicht, mein Herz wurde gebrochen und ich muss zu meinem Liebsten zurück. Also das gibt es nicht mehr im zeitgenössischen Tanz eigentlich. Deshalb ist es für zeitgenössische Tänzer ein bisschen seltsam, sowas dann als Contemporary im Fernsehen zu sehen. Aber schau, die sind wenigstens glücklich bei dem Vorspann. Am I enough? Never. Never enough. Never. Schau, hat jetzt auch bis jetzt jede Choreo-Folge mit... Ja, und dieses Wegschmeißen die ganze Zeit. Aber wenigstens haben sie Stopps drin, das finde ich ganz gut. Okay, das ist nicht... Ups. Oh, boah, das ist vor allem sehr gequetscht dahinter. Ja. Oh. Oh, aber dieses Chassis da war sehr wild gerade ein bisschen. Ja, man sieht halt, woher er herkommt, gell, aus welchem Tanzstil. Und ihr Kostüm ist hinten schon aufgerissen. Ich liebe das, dass wir einfach gar nichts mehr sagen. Ich bin sprachlos. Ja, 3 Meter Taft, ne? Also wir hatten eine Wardrobe Malfunction. Wir hatten die Haare nicht gehalten. Ja. Wir hatten einen Sturz. Ich meine, das könnte immer passieren. Wir werden den Sturz entwerten, obviously, weil kann passieren. Sie sind gut recovered auf sie. Also sie sagt nichts anmerken lassen. Ja, das muss man erstmal hinkriegen, weil sie könnte auch ein Schreck, ne? Ja. Also so ein Fall nach hinten, weil sie kann ja auch nichts machen dann. Nee. Also als Paar, also weil... Nee, da fällst du halt einfach mit, ne? Man wird mitgezogen. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschockt. Viel zu viel. Boah, viel zu viel. Das Schreien und... Und rumzappeln mit den Beinen, das hatte so was Kindisches. Ja. Und das, wie schon gesagt, wir wollen jetzt auch nicht böse sein oder sowas. Nein, also das war für sie wahrscheinlich sehr... Nein, das so, aber... Genau. Aber so visuell hätte man das ein bisschen reduzieren müssen, damit das ein bisschen rübergeht. Weil jetzt gerade war so ein Overload und dann nun mit dem Licht und diese grellen Kostüme. Und dann ist natürlich ihr Kostüm hinten, also auch noch aufgegangen und so. Das hat sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen verwirrt. Also, aber es war way too much. Und dann diese Latin-Steps da drinnen haben ganz deplatziert ausgeschaut. Da kannst du nichts dafür, das ist sein Choreo. Also, aber da heute auch wieder, man kann ihm auch nicht verantwortlich machen, dass er Choreo für Contemporary machen kann, weil das ist ja auch nicht sein Thing. Nein, aber das ist auch mit dieser Emotion wieder. Ich meine, vielleicht hat sie das so gefühlt und super, aber es wirkt dann nicht echt dadurch. Nee. Also es wirkt halt... Ja. Also wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, es ist überspielt. Ja, ich habe... Also es ist viel zu viel. Ich komme dann nur dazu, dass die Bewegungen noch einfach nicht so kontrolliert sind, wie sie sein sollten. Und dann ist es nur noch... Ja. Und dann denkst du nur, um Himmels Willen, hoffentlich schlagt sie niemanden auf den. Das sind wir streng. Also die Füße hätten wir erschrecken können, ja. Okay, 1, 2, 3. Wie schon gesagt, es gibt Bonuspunkte dafür, dass sie so gut recovered hat, so, ne? Ja, es hat ja alles gegeben, ja, schon, voll. Ne?
Aha, okay. Das, was wir bei Let's Dance sehen, ist eigentlich eher Jazz Dance. Was ist jetzt um Himmels Willen Jazz Dance? Jazz Dance hat jetzt im Gegensatz zu Contemporary, wo die Wurzeln im Ballett liegen, hat Jazz Dance eigentlich die Wurzeln im afroamerikanischen Kulturbereich. Hier kam es aufgrund von der amerikanischen Geschichte zu einer Verschmelzung von afroamerikanischen und amerikanischen Bühnentanzelementen. Das erklärt dann wieder, warum im Jazz Dance sehr viele Ballettelemente drin sind. Frühe Formen des heutigen Jazz Dance war zum Beispiel der Charleston. Und Jazz Dance heißt deswegen Jazz Dance, weil es wahnsinnig arg mit Jazzmusik damals verknüpft war. Inzwischen ist Jazzdance eher ein Tanz zur Popularmusik. Und Popularmusik ist in dem Fall Popsongs. Jazzdance hat sich in den Jahren wahnsinnig viel aus dem zeitgenössischen Bereich geholt, was die Bewegungsqualität angeht. Deshalb nennt man solche Mixes auch oft zum Beispiel Modern Jazz oder Contemporary Jazz. Das, was wir bei Let's Dance sehen, ist aber Lyrical Jazz. Also Tanz mit Contemporary Jazz Elementen, die auf die Lyrics der jeweiligen Songs abgestimmt sind. So, jetzt wisst ihr's. Offenes Hemd. Mhm, finde ich gut. Abgehakt. Und das X, was, ja. Ja. So, was X ist das? Ist auswärts, einwärts, we don't know. Ist schwierig für die x-beinigen Leute. Ich wie ich auch. Das machen wir nicht. Das wirkt nicht gut. Sehr, sehr steif im ja. Brust und so, ne? Ja. Aber er ist ruhig. Oh, natürlich. Drama. Weghauen, ich schwöre dir, das ist so wie einmal eins des Contemporary Dance. Oh, this is my head. Oh, das waren die Children. Oh ja, ich hab's verstanden. Alles, was gedreht ist, da tut er sich wahnsinnig schwer. Diese ganze Chaussee-Entonnant, ja. Was sie da eingebaut hat. Das ist alles sehr, sehr langsam und ja. Leicht. Ne? Und er hat seine Beine wahnsinnig zusammen. Also seine parallele Position ist so, er hat so eine Sechste, während sie ziemlich breit steht. Ja, man merkt halt auch, dass es nicht so viel gab zu machen, weil sie halt so ganz easy Sachen eigentlich. Ja. Also es hat halt sehr viele leichte Choreo-Elemente ja. reingebaut. Das war halt, finde ich, ein großer Levelunterschied zu der, ja. Also auch schon von der Choreo, was ja. sie jetzt von ihm verlangt hat. Ja. Vielleicht auch zu Recht. Also, ja, ja. Also es war eh gescheit von ihr, dass sie ja. sowas gemacht hat, weil alles andere wäre Katastrophe gewesen. Weil es halt sehr viele so langsame, klare Bewegungen. Ja. Aber es war cute. Das war so. Ja, also, ja. So atmen, ja. so mit dem Körper klar, atmen zum entspannen. Beispiel. Ja. Ja, vor allem immer, wenn er sich irgendwie gedreht hat, ist er dann auch so ein bisschen getorkelt, weil er nicht gespottet hat. Ja, der muss halt immer so zurückweichen und so. Ja. Und ich fand es trotzdem sehr enthusiastisch. Mhm. Und er hat auch ja. so probiert, mit dem Gesicht zu spielen, die verschiedenen Emotionen und so. Los. Ich meine, wir haben die gleiche Bewertung wie die Lilane gemacht, weil, ja. Ja, ja. Weil es ein... Ist the same. Ein Niveau war. Ist the same, ja. 19. Aber schau, sie haben auch ja. die gleiche Punktanzahl ja. wie wir. Wahnsinn. Jawohl. So, aber Massimo, das ist der mit der Rebecca Mia. Das ist Model, gell? Ja, genau. Ah, ja. Die von Germany's Next Top Model. Und tschüss, Seil. Das war's. Seil abgespielt. This is a head. So, wir haben das Hemd ja, gleich weggelassen. Die Schnürungen. Aber ich finde es angenehm, dass es ruhig ist und akzentuiert. Gefällt mir. Und ja. sie hat es oh, beigestellt. Wow, ja. Oh, da waren ein bisschen die Schultern oben. Mhm. Unglücklicher Unglücklich Winkel. Gelandet. Ah. Also ein bisschen wie vorher, das hat gut angefangen. Und ja. jetzt bin ich so... Oh, den Lift haben wir auch schon den Lift haben wir in auch jeder Choreo gesehen. Boah, sie hat so viel Hairwax, ich könnte am nächsten Tag nicht aufstehen. Das war ein sehr langer Abend. Oh, das, der war ein bisschen missglückt. Und er so... Okay, also den Blick in die Kamera hat sie drauf, ne? Ja, also das kann sie. Also ich muss sagen, der Anfang, er hat, ja, es hat very promising begonnen. Ja, am Anfang auch so. Ich so ja. ja, und das ist ja, und sie hat, also sie hat vielleicht nicht die schönsten Füße auf dem Planeten. Aber er war gestreckt. Aber er war gestreckt. Nee, es war lang. Es war langes ja. Bein. Und mach das erste Mal. Das war 90 Grad. Das ist so roh, ist nicht so leicht. Mein Flex hat wird jetzt schon weh. Also ja, nee, das war gut. Und eben, das war akzentuiert, das war schön musikalisch. Ja. Und dann fing es an, dass sehr die Schultern hochgekommen sind und die Bewegungen weniger elegant und verbunden waren. Ja, ne? Und dann muss ich sagen, die Lifts waren äußerst unglücklich gewählt. Also. Ja, vom Landen auch so. Vom Landen her.
Po nach so vorne richtig und so. Platscht und sie hat oft, sind ihr die Knie nach innen gefallen beim Landen und es ist so richtig so nachgehallt. Ja, und dann war es mir einfach zu viel Headbanging. Also es war Headbanging in jede Richtung. Ja, das nieder. Dieses und nieder und nieder. Das war einfach immer faszinierend, dass der Pferdeschwanz immer noch da ist. Also ja, wirklich gut frisiert. Und auch dieser, der große Finale-Lift quasi mit dem Anlauf. The magnet, where all of a sudden your underwear becomes the magnet for someone's chest. Aber da ist der Anlauf schon ein bisschen daneben gegangen. Und ja, da hat man schon gesehen, dass sie... Ja, und noch. Er war sehr weit weg für das, dass man einfach zwei Schritte braucht zum Anlaufen. Aber jetzt werde ich los. Sehr gut, sexy. What? Also das ist jetzt eine sehr große Diskrepanz. Also sonst waren wir eh relativ nahe. So, und das ist übrigens einer von der Kelly Family. Ah ja. Das schaut schon schön aus. Mhm. Das offene Hemd. Ja. Check. Das Passé war jetzt nicht ganz erkennbar. Ich meine, der Sprung war sehr weit, ne? Ja, voll. Also hat viel Sprungkraft. Ja, aber er ist sehr stabil, also. Mhm. Also er macht alles sehr ruhig. Er probiert die Schritte auswärts zu setzen. Das ist auch klar, finde ich so. Voll. Ne? Also ja. Presslift. Ja, ist nicht schlecht, mach das mal. Passerella. Was ich schön fand, ist, dass sie ein bisschen gelächelt haben. Und ja, ich wollte es gerade sagen, ich fand schön, dass das mal eine andere Emotion war. Das war sehr schön, ja. Voll. So toll. Ja. Wenig so aggressives. Ja, wenig so. Das heißt mir mein Herz raus. Ja, das andere. Einfach schön. Ja. Und man hätte zu dem Song auch sicher auch heulen können. Er war jetzt nicht der beste Tänzer. Nein. Aber es war, finde ich, schon sehr gut. Er war schön stabil, war ruhig. Er hat die Schulter runtergedrückt, also man hat gesehen, er hat beim Gehen hat er probiert, die Beine auswärts zu drehen. Er hat einen Ausdruck gehabt. Er hat einen Ausdruck. Passt auch Und er hat ihn dann immer mal wieder geändert und so. Mhm. Also das war schon ganz stimmig. Ich fand, sie waren süß zusammen. Mhm. Es war nicht so wirr, es war nicht so hektisch. Wie schon gesagt, das Passé war ziemlich schlecht, aber ist okay. Ja, das haben natürlich die Passés oft an sich, wenn sie die auspacken. Und es ist ja auch schwierig. Also. Ja. Und zum Beispiel den Lift, wo sie vorne auf der Passerella hatten. Erstens ist es urtricky, weil das ist urwenig Platz und das ist nicht so einfach zu machen. Und den fand ich zum Beispiel, der hat voll schön ausgeschaut und mal was anderes, nicht immer das Gleiche. Also, so. Und da war auch sehr bei ihr. Ja, voll. Adresse. Fertig. Los. Ja, ich hätte auch 8 geben können. Aber fand, es hat stimmig gewirkt. So. Sehr stimmig und zwar sehr schön zum Anschauen. Mhm. Ich habe keinen Hyperventilationsanfall gehabt währenddessen. Ja. Also ja, bei dem anderen war ich, bei fast allen Stücken war ich eher so ein bisschen kurzatmig. Angespannt. Ja, angespannt, genau. Ob es klappt und so. Aber da war ich sehr, also. Und es war. Beruhigt. Ja, ich war sehr ruhig, war sehr beruhigt und es war nicht so frontal. Ja. Obwohl die jetzt in einem Theater sind. Also jetzt könnte man die Frontalität auspacken, ne? Also ich meine, schon viel. Also 30 ist schon viel auch. Ja, aber ich kann es mehr nachvollziehen. Ich kann es auch mehr nachvollziehen. Bei dem anderen, weil es war sehr stimmig in sich. Ja. Tänzerisch haben wir trotzdem Besseres gesehen. Und unsere Höchstwertung hat ja tatsächlich Detlef bekommen. Ja. Detlef! Aber nur um einen Punkt, okay? Und dann und sind es die beiden. Genau. Glaube ich, oder? Ja. So. Das war's. Also herzlichen Glückwunsch, Detlef, zum Titel des Let's Dance Champions von uns. Ich muss sagen, man hat aber viele Gemeinsamkeiten dieses Jahr gesehen von den ganzen Leuten. Es war anders wie letztes Jahr. Die Choreos waren auch ähnlicher und anders wie letztes Jahr. Voll. Es waren viele Elemente sehr gleich. Gleich, ja. Und ich finde auch, das Level war weniger unterschiedlich. Das stimmt. Letztes Jahr war das insgesamt krasser, fand ich auch. Und ich muss auch noch sagen, letztes Jahr haben wir ja Maria und ihren Partner als Knossi, glaube ich, war das. Als Nummer 1 gekürt, genau. Und das war ja auch überhaupt nicht Nummer 1 der Jury, aber für uns Nummer 1. Und dann hat sie mich auf Instagram angeschrieben und sich bedankt, weil sie das Video gesehen hat, was natürlich super süß ist. Also Detlef, falls du das schaffst. DM me. Okay, gut. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß schaut das Finale nächste Woche, glaube ich, ist das oder so. Genau. Genau, vielleicht kommt es da an. Gibt es auch noch einen Contemporary? Ja, dann. We will see. Ja, schauen wir mal. Insgesamt
Wow, haben sie es alle gut gemacht. Ich meine, ich finde es eh cool, dass in so einer Show auch unsere Kunstform quasi irgendwo repräsentiert wird. Ja. Ist doch auch schön. Genau. Okay, das war's zum Sonntag. Gut. Tschüss.